Die Wettershow. Immer gleich einmal mit durch eine kleine Reise durch Österreich und wir starten im schönen Burgenland in Golz, ein beliebtes Weinanbaugebiet. Ich war schon selber dort, sehr, sehr schön. In Niederösterreich, in Göstling, auch hier lässt sich ein schöner Wandertag verbringen. Allerdings heute unbedingt die Sonnencreme auch einpacken. In Gmunden in Oberösterreich, da wird es heute auch schön warm. Ich werde es Ihnen nachher zeigen. Es ist einfach heute in weiten Teilen Österreichs ein schöner Tag. In Bad Gastein, Sie sehen es schon, hier in Salzburg, auch hier lädt alles zum Wandern ein und auch in Dorfgastein. Also das sind wirklich Bilder, wie wir sie österreichweit auch gerne sehen wollen. Und wir werfen dann gleich auch einen Blick auf die Europakarte und Sie sehen es, in Madrid ist es ordentlich abgekühlt, nur noch 26 Grad, gestern noch 35, aber dafür in Wien 33 Grad, Bukarest 30 Grad, Rom mit 28, aber richtig kalt ist es hingegen in London mit 19 Grad, in Lissabon auch nur 22 und Paris muss auch sich mit 20 Grad begnügen. Auf der Österreichkarte sehen Sie es schon, es wird vor allem eins, nämlich heiß. Die kühlsten Temperaturen sind hier noch in Bregenz, hat auch mit ein bisschen Niederschlag zu tun, nur 29 Grad, aber Innsbruck 33, Wien 33, in Zwettl, Linz, Salzburg und Klagenfurt gibt es auch 30 Grad, in Graz 31, also wirklich, wirklich heiß. Die nächsten 24 Stunden im Westen, Sie sehen es schon, 33 Grad sind hier die Tageshöchsttemperaturen und dann kühlt der Niederschlag etwas ab. Im Osten ein ähnliches Bild. Hier haben wir 32 Grad oder mit 32 Grad zu rechnen und wirklich abkühlen wird es dann nicht. Die nächsten 7 Tage im Westen, Sie sehen es, es gibt eine leichte Abkühlung. Am Freitag nur noch 21 Grad, aber dann gegen Wochenende hin wird es zumindest wieder wärmer. Und im Osten ein ähnliches Bild am Donnerstag. Da wird es richtig heiß mit 35 Grad und dann bringt uns auch hier der Niederschlag etwas ab. Abkühlung. Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause, Zeit für Sie, sich noch einen Kaffee zu holen und dann sind wir wieder für Sie da.